Wir haben ein System, ein Zinssystem, ein Schuldsystem geschaffen, das aus einer Anlage heraus langfristig so nicht funktionieren kann. Daran sind sich eigentlich alle Protagonisten einig. Von Beginn an hat unser System, so wie wir es aufgestellt haben, unser Finanzsystem eine Halbwertszeit. Das hat eine begrenzte Lebensdauer. Und das ist interessant, dass ein Vertreter des Geldes sozusagen das ist durchaus akzeptiert. Die Frage ist nur, wie lange geht das noch? Und wir sind in einer sehr, sehr späten Phase dieses Systems, das seit vielen Jahrzehnten funktioniert. Und die Verschuldung geht dramatisch nach oben, exponentiell nach oben. Und diese Verschuldung, diese Zinsen müssen ja von irgendwem aufgebracht werden, von den Bürgern, von den Menschen, die es erarbeiten müssen. Und das wird immer mehr, immer steiler. Die Leute müssen immer mehr Gas geben, immer mehr kriegen sie abgeschnitten für diese Zinsen, bis sie irgendwann das nicht mehr tragen können und sagen, so, jetzt gehen wir auf die Straßen und dann wird das System resettet. Das heißt, die Schulden werden neu verhandelt, ob es über einen Haircut ist, ob es über eine komplette Neuverhandlung der Schulden ist, das ist ein ganz anderes Thema. Herr Müller, lassen Sie uns einmal, wo Sie gerade sozusagen jetzt das ganz Prinzipielle ansprechen, erklären Sie uns einmal, wie sozusagen unser Geldsystem, nenne ich es jetzt einfach mal, wie das aufgebaut ist. Wie funktioniert das? Stichwort Josef Pfennig. Der Josef Pfennig ist eine interessante Geschichte, weil sie am einfachsten das Problem darstellt, das Zinseszinssystem darstellt. Es vereinfacht sehr stark, aber es zeigt das Problem am einfachsten. Wenn Josef für seinen Sohn Jesus vor 2000 Jahren einen einzigen Eurocent, so es ihm damals schon gegeben hätte, angelegt hätte, sagen wir mal bei der Sparkasse von Judäa, hätte gut verhandelt und hätte 5% Zinsen auf sein Sparbuch bekommen. Das wäre verschollen gegangen und würde heute hier in Hamburg im Keller irgendwo gefunden werden. Und sie würden das zur Sparkasse Hamburg bringen, ohne für die Werbung machen zu wollen. Und sie lassen sich die Zinsen nachtragen. Dann machen wir eine Frage ins Publikum. Wie viel Zinsen, wie viel Geld würde Ihnen da zur Verfügung stehen, meine Damen und Herren? Wir reden von einem Eurocent. 2000 Jahre, 1 Cent mit 5% verzinst. Wie viel Geld hätten Sie heute übrig? Aber viel, den kriegen wir heute. Ja. Ja, der hat gut verhandelt. Mehr Geld, als in der Welt existiert. Ja. Komm. Herr Eichel, was tippen Sie? Also mit Tippen war ich nie gut, aber er hat es gerechnet. Aber ich würde mal sagen, 5% sind natürlich irreal. Ne? Gut, aber wir nehmen das jetzt einfach mal. Also ich würde mal sagen, mehr Geld, als überhaupt heute auf der ganzen Welt existiert. 295 Milliarden Weltkugeln aus purem Gold. Sie können auch ein paar 880.000 Sonnen und ein paar Monde, je nach Wechselkurs, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Kurzum, ein schlichter Wahnsinn. Dieses Zinseszinssystem, Geld, das sich exponentielles Wachstum nennen wir das, kennen vielleicht viele aus der Biologie oder sowas, exponentielles Wachstum, kann langfristig nicht funktionieren. Ist anfangs gar kein Problem, wächst ganz langsam, aber hinten raus geht steil nach oben. Okay. Und genau in dieser Phase sind wir im Augenblick, was die Verschuldung weltweit angeht, nicht nur der Staaten und der Bürger, sondern insgesamt die Verschuldung. Und diese Verschuldung kann nicht unendlich so weiter wachsen. Sie haben eine interessante Theorie aufgestellt und sagen, wenn man in die Geschichte mal zurückblickt, dann kann man das sehen, dass immer wieder in Zivilisation genau das passiert ist. Und dass dann auch eine Art Krötenwanderung stattfindet. Nämlich, dass die Kohle sozusagen dann den Hang hat, zu einigen wenigen zu laufen, die dann in der Lage sind, dieses viele Geld anzusammeln und alle anderen haben dann immer weniger. Ist das so? Das ist die logische Konsequenz. Die Leute, die viel Geld haben und nicht so viel ausgeben können, wie sie schon besitzen, bekommen automatisch durch diesen Zinseszinseffekt sehr schnell sehr viel mehr Geld. Während die, die kein Geld haben oder weniger, die sogar Schulden haben, die kommen immer größer in die Verschuldungsfalle rein. Und wenn die nichts mehr aufnehmen können oder keine Schulden haben, dann übernimmt der Staat diese Rolle und macht die Schulden im Auftrag der Bürger, im Namen der Bürger. Und die müssen am Ende trotzdem die Zinsen erwirtschaften. Also das Ding kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Folge ist, dass sich immer mehr Geld bei immer weniger Leuten ansammelt und die breite Masse immer mehr verarmt. So, und in welcher Phase sind wir denn jetzt? Aus meiner Einschätzung heraus sind wir in dieser Endphase. Es kann allerdings niemand sagen, ob die noch 2 Jahre hält, ob die noch 10 Jahre hält. Vielleicht haben wir noch 15 oder 20 Jahre Platz. Ich weiß es nicht. Sind aber keine schönen Aussichten. Wir werden irgendwann diese Schulden neu verhandeln.